Die Weihnachtszeit steht für Schenken, anderen Freude bereiten, aber auch Teilen und Nächstenliebe. Da gibt es in Zwickau eine Handvoll Menschen, die es sich auf die Fahne geschrieben haben, genau in diesen Zeiten den bedürftigen Außenseitern der Gesellschaft Gutes zu tun. Bereits im letzten Jahr, noch unter Pandemieauflagen, fand am Gasthof zum Vogelsiedler ein Event mit dem Namen Zwickauer Weihnachtswunder statt. Nach dem großen Zuspruch gab es am letzten Samstag die zweite Auflage. Bereits bei unserem Eintreffen gegen 16 Uhr herrschte dichtes Gedränge am Vogelsiedler. Glücklich zeigten sich zu diesem Zeitpunkt auch die Organisatoren. Ja, also dieses Jahr, ihr seht das ja selber, das ist ja der Oberhammer, was hier wirklich an Leuten vor Ort ist. Aber wir haben halt wirklich aufgerüstet ohne Ende. Wir haben die letzten Monate, Wochen so viel gemacht. Das war wirklich der absolute Wahnsinn. Wir haben so viel geschaffen, was es im letzten Jahr nicht gab. Aber ich muss auch dazu sagen, im letzten Jahr hatten wir die Corona-Auflage. Die haben wir in diesem Jahr Gott sei Dank nicht. Und deswegen können wir viel besser schalten und walten. Nochmal für unsere Zuschauer. Was ist genau der Hintergrund dieser Aktion? Was tut ihr heute? Gutes sowohl für Mensch als auch Tier. Der Hintergrund für diese ganze Sache hier ist im Prinzip, wir wollen Weihnachten die Menschen zusammenbringen. Das ist immer wichtig, ne? Teure Geschenke sind das eine, aber wichtig ist, füreinander da zu sein. Es gibt viele Menschen, die haben niemanden, sind ganz alleine. Wir haben uns ein bisschen auf die Fahne auch geschrieben, sozial schwachen Menschen zum Beispiel zu helfen. Wir haben heute Obdachlose gehabt. Heiko, kommst du mal bitte? Wir haben zum Beispiel heute den Heiko gehabt, der hat einen Bus organisiert und hat Obdachlose gefahren und hierher gebracht. Ich habe den Heiko vor 2 oder 3 Wochen, habe ich dich angerufen. 2 Wochen, ja. Und habe gefragt, Heiko, wie sieht es aus? Du hast ein großes Herz, du bist doch mit Sicherheit dabei. Und er hat sofort Ja gesagt und wirklich in den letzten Wochen so viel für uns mit möglich gemacht. Also sind wir sehr dankbar dafür. Heiko, was liegt dir besonders am Herzen? Dani hat schon gesagt, sozial Schwache, die Tiere, das trifft genau auch bei dir ins Herz. Ne? Auf alle Fälle. Ich sag mal, wir unterstützen ja eh schon Tierheime in der Umgebung und auch auswärts. Also ich unterstütze schon 2 Tierheime in Rumänien, wo ich nochmal Geld hinschicke, die hier für speziell für Hundewelpen oder Straßenhunde, die dann mit einsammeln. Dann haben wir jetzt noch durch die Dani ihr Projekt in Gera. Den Knotenhof, den unterstützen wir jetzt noch mit. So und hier halt auch für die Einheimischen. Ich sag mal, wir haben so viele Bedürftige im eigenen Land, an die halt weniger gedacht wird. Von, ne? So, und dafür sind wir halt da jetzt mit eingestiegen. Ne? Aber wir sehen es, die Resonanz ist da, strahlende Kinderaugen. Die Menschen sind einfach glücklich. Ich denke, alles richtig gemacht. Ich denke auch mal. Ne? Wenn man helfen kann, warum nicht? Bei unseren, ich sag mal so, bei unserem Job, wir haben den Vorteil, wir haben einen großen Bekanntheitsgrad und dadurch kann man halt Leute ranholen ohne Ende. Ne? Ganz lieben Dank euch und jetzt schauen wir noch ein bisschen. Und wie es Heiko gerade eben schon gesagt hat, wir haben hier vor Ort jede Menge zu tun. Wir müssen einfach mal die Augen aufmachen, hier gibt es so viel zu tun und deswegen ist es gut, dass wir das so für uns alle geschaffen haben, dass wir hier vor Ort eben was auf die Beine stellen. Wie bereits erwähnt, gab es beim diesjährigen Weihnachtswunder eine viel größere Beteiligung von Unterstützern der Aktion. Mit dabei waren diesmal auch Biker. Also wir sind von Bikers Against Child Abuse, zu Deutsch die Biker gegen Kindesmissbrauch. Und wir sind eine Gruppe von Bikern mit dem Ziel, misshandelten, missbrauchten Kindern die Kraft zu geben, in ihrer Welt ohne Angst leben zu können. Das Ganze realisieren wir, indem wir die Kinder in unsere etablierte, vereinigte Organisation aufnehmen und den Kindern emotional und physisch beistehen. Wir arbeiten mit staatlichen Organisationen, Kinderschutzorganisationen zusammen und die Anwendung von Gewalt jeglicher Art und Weise lehnen wir ab. Wenn es aber doch den Bedarf gibt, dann stehen wir als Hindernis zwischen dem Kind und weiterem Missbrauch. Wer sich für euch interessiert, es gibt sicher eine Website. Genau, es gibt eine Webseite. Wir haben auch jeden dritten Sonntag im Monat ein Meeting. Das ist ein öffentliches Meeting. Es sind immer Gäste herzlich eingeladen. Ansonsten dann www.barkaworld.org wäre dann die Internetseite. Und ihr findet sicher dieses Weihnachtswunder heute eine ganz tolle Sache. Natürlich, es geht um die Kinder. Deswegen sind wir hier. Wir wollten das gerne mit unterstützen, mit unserer Anwesenheit. Na, und alles, was, wenn es um die Kinder geht, sind wir natürlich mit dabei. Beim Weihnachtswunder soll nicht nur Menschen, sondern auch Tieren Gutes getan werden.
Ja, also ich bin Vera Hofmann. Ich bin Auszubildende im Hundetraining und auch Tierheilpraktikerin. So eine Kollegin mit da, die ist gerade leider nicht am Stand, ist auch Tierheilpraktikerin. Und wir wollen heute alle, die Fragen haben zum Thema Gesundheit oder auch Spieltraining, einfach herzlich willkommen heißen und hier beraten. Dann haben wir hier hinten noch eine Hundespielstraße aufgebaut, dass die Hunde, auch die mit sind, einfach hier ausgelastet werden können mit Schnüffeln, einen kleinen Parcours. Dass auch die Tiere hier einfach Spaß haben, die mit da sind. Wie ist denn überhaupt die Situation? Man schafft sich ja gerade zu Weihnachten gern mal schnell einen Hund an, aber ich glaube, man sollte warnen, man sollte sich das recht gut überlegen. Ja, also ein Tier hat man ja nicht nur für Weihnachten oder bis zum nächsten Urlaub, sondern oft ja auch 10, 12, 14 Jahre. Und es sollte ja auch ein Stück weit ein Familienmitglied sein. Deswegen sollte man sich sehr genau überlegen, ob man die Zeit hat, auch das Geld hat, einfach sich um ein Tier so lange zu kümmern. Wer sich nicht unbedingt einen Welpen anschaffen möchte, man kann ja auch Gutes tun. Man kann sagen, gerade die Tierheime sind voll oder aus anderen Ländern, wo die Tiere unter menschenunwürdigen oder tierunwürdigen Bedingungen gehalten werden. Ist das richtig? Ja, man sollte prinzipiell, man sollte gerne auch in die Tierheime schauen, einfach wirklich schauen, ob dort das passende Tierverein ist und einfach auch den Tieren, die älter sind, die Chance geben, wirklich noch ein tolles Leben zu haben. Und ganz oft ist es auch so, wenn man sich ein älteres Tier holt, dass man schon weiß, was für ein Charakter das Tier hat und sich auch darauf besser einstellen kann. Von daher ist es manchmal gar nicht so schlecht, wirklich auch einem älteren Tier eine Chance zu geben. Es war schon herzig, wie die Kleinsten eifrig ihre Sprüche am Weihnachtswunderbus aufsagten und dann gemeinsam mit ihren Eltern Geschenke in Empfang nehmen durften. Großen Zuspruch gab es auch auf Versteigerungsaktionen, bei denen ortsansässige Sportvereine wie der FSV Zwickau oder die Eispiraten Grimmitschau sehr wertige Artikel zur Verfügung gestellt haben. Was wäre das ganze Weihnachtswunder ohne die Betreiber vom Vogelsiedler, die das Gelände bereits zum zweiten Mal zur Verfügung gestellt haben? Ist richtig. Wir haben uns auch sehr darauf gefreut. Das ganze Jahr hat wirklich jede Vorbereitung, jedes Treffen, was wir hatten, kamen wieder neue Ideen dazu. Bauchkrabbeln war, glaube ich, schon ab Ende des Sommers bei uns, weil wir gemerkt haben, es nimmt andere Dimensionen an. Aber wir sind stolz. Ja, wir sind froh, aber nur im Team haben wir das erreicht, was wir erreichen konnten. Also ne, die Dani mit ihrer, ne, sonst wäre das, würden wir uns heute auch hier nicht treffen. Aber wie das jetzt Hand in Hand, ich bin überwältigt, wirklich, kann es anders gar nicht sagen. Wir sind ergriffen, aber auch erleichtert, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist heute. Wir sagen immer in diesen so anderen Zeiten, die Menschen sind dünnhäutiger, teilweise aber auch aggressiver geworden, weil sie haben Sorgen, uns treibt es alle um. Und ich glaube, so ein Zusammentreffen von Menschen, die gerne was geben und anderen, die bedürftig sind, besser gerade kann man es doch nicht machen. Das ist richtig. Vor allen Dingen diese Hemmschwelle auch zu haben, überhaupt zu sagen, ich komme her, ich hole mir was. Wir sind eigentlich begeistert, dass das so angenommen worden ist. Weil das war unsere größte Angst, dass die Leute sich vielleicht doch nicht trauen, zu kommen und zu sagen, ich würde mich freuen, was zu bekommen. Wenn es weitergehen würde, würdet ihr auch nächstes Jahr eure Gelände wieder zur Verfügung stellen? Na, aber sowas von selbstverständlich, weil es eine super Sache für, ich denke, für alle. Und gerade auch für die Kinderheime, für die Obdachlosen, die heute da ist. Es war einfach rundum, ich denke, besondere Zeiten. Besondere Events. Dann war die Dunkelheit hereingebrochen und alle waren ganz gespannt auf das, was den krönenden Abschluss der zweiten Auflage des Zwickauer Weihnachtswunders darstellen sollte. Auf meiner Fahrt hierher heute bin ich fast in eine Kolonne gekommen, hupende LKWs, weihnachtlich geschmückt. Ihr seid beim Weihnachtswunder dabei und es war euch eine Herzensangelegenheit. Hallo, schönen guten Abend. Ja, vor sehr. Wo ich das mitbekommen habe im Internet, bin ich gleich eingeschaltet, weil wir vorher schon viel gemacht haben, schön Heide um. Dann habe ich gedacht, dass die Spedition umbreitet, dass wir natürlich mitfahren müssen. Und habe mich halt dahinter geklemmt und habe viele Fahrer angerufen, einige Firmen, ganz im Umkreis von Zwickau angerufen und gefragt, ob sie mitfahren wollen. Jetzt sind wir so an die 50 Autos geworden. Ich denke mal, werden die Leute mal was zu sehen haben. Und es ist ja eine Sache für einen guten Zweck. Ja. Es werden Bedürftige bedacht, strahlende Kinderaugen, Tiere haben sich heute gefreut. Also besser kann man zu Weihnachten eigentlich was nicht machen. Ne? Nein, überhaupt nicht. Das ist eine sehr schöne Sache. Deswegen haben wir uns auch entschieden, mitzumachen, sowas zu unterstützen. Ist ja immer wieder wunderschön. Auch die Leute an der Straße. Selbst als Fahrer kriegt man dann schon Tränen in den Augen. Da muss man schon zusammenreißen. Also das ist eine wunderschöne Sache. Die Leute, ich habe die jetzt erst zwei Wochen kennengelernt. Aber die stecken ein Herzblut rein, das ist Wahnsinn. Wahnsinn, das glaubt man gar nicht. Ist sehr schön. Als Unternehmen, wie seid ihr sonst unterwegs? Wir sind im Fernverkehr tätig und Nahverkehr. So im Raum Zwickau,
Österreich, Holland, Schweiz, also sehr viel unterwegs. Ich mache den Job jetzt fast 20 Jahre. Bei Spedition Umbreit bin ich jetzt seit 10 Jahren. Ich werde auch nirgendwo anders hingehen, also ich bleibe hier, werde alt. Ja, und wir machen eigentlich alles. Von mit Tieflader, Planzüge, Mega, Tautliner, Mitnahmestapler, also auch viel Baustellen. Also ist, wir machen sehr viel. Hunderte von Menschen strömten dann an die Straße, als sich der Konvoi von rund 50 weihnachtlich geschmückten Trucks in Bewegung setzte. Vom Vogelsiedler aus ging's dann mit lautem Hubkonzert durch Zwickaus Innenstadt. Es war zweifellos für alle Beteiligten eine sehr emotionale Veranstaltung. Was zu merken war, wenn sich Menschen finden, die alle das eine Ziel haben, uneigennützig zu helfen, Glücksmomente zu verschaffen, denen etwas zu geben, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, dann wurde hier doch alles richtig gemacht. Dann auf ein neues 2023, wenn es wieder heißt Zwickauer Weihnachtswunder.